Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich für euch ein Überraschungspaket von Out of Line Music. Das Paket wurde mir vor einigen Tagen zugesendet und ich dachte mir, ich kann euch das Ganze auch direkt mal zeigen, also hier in einem Video auspacken. Ja, gekommen ist hier dieser Karton. Die ganzen Aufkleber hier, Adresskleber und so weiter habe ich schon abgemacht. Und dem Karton ist dann auch noch hier so eine Karte beigelegen. Hier haben wir einmal das Logo, das Artwork hier von Out of Line. Und auf der Rückseite haben wir hier die entsprechenden Infos. Also, was lesen wir hier? Hi Jonas. Hier wie versprochen ein kleines verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ich habe dir von Groove Venom das erste Album, was sie bei uns rausgebracht haben, inklusive Box, Rucksack, plus das brandneue Album eingepackt, sowie von Combi Christ die One Firebox plus extra CD und noch zwei unserer Label-Sampler Electrostorm 9. Viel Spaß damit, liebe Grüße, Eileen. Ja, vielen Dank an Eileen für dieses wunderbare Paket. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Also der Karton ist ansonsten eher unspannend. Ich glaube, ja, man kennt es, eine klassische braune Verpackung, ganz gewöhnlicher Karton, aber es kommt ja auf den Inhalt an. So, wir machen mal auf und als erstes kommt uns hier entgegen ein Poster, dann haben wir jede Menge CDs, direkt in zweifacher Ausführung einmal den Sampler Electrostorm Nummer 9, dann haben wir zweimal das Album Wir müssen reden von Groove Venom, dann ebenfalls zweimal von Groove Venom Mitten ins Herz. Das Album von Combi Christ One Fire in der Deluxe Edition. Die Box zu diesem Album. Dann ein Turnbeutel. Ich glaube, das war mit Rucksack gemeint, ja, also so ein Gymbag, Rucksack, Turnbeutel, wie auch immer. Dann nochmal zwei Kärtchen, diesmal unbeschriftet. Ein Sticker, ein Flyer, eine Autogrammkarte. Und dann haben wir hier noch zwei Broschüren, zwei so Heftchen. Okay, also jede Menge Inhalt. Wir machen die Box zur Seite. Und schauen mal, was wir hier im Detail haben. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal hiermit. Wir haben hier von Groove Venom zweimal das Album hier Mitten ins Herz. Eines kann ich gerne verlosen in Zukunft. Und das zweite würde ich sagen, schauen wir jetzt mal direkt an. Packen wir mal aus. Generell haben wir ja alles hier in zweifacher Ausführung. Also dieses Album hier zweimal. Bietet sich auch an für eine Verlosung. Dann, was haben wir noch? Das hier. Und den Sampler. Den haben wir auch zweimal. Ja, also bedeutet, die drei Sachen sind hier doppelt. Und das hier ist auch mehr oder weniger doppelt, denn das haben wir hier auf CD und auch in der Box. Und in der Box befindet sich das Ganze natürlich auch nochmal. Also auch dieses hier dann eventuell zum Verlosen geeignet. Aber nichtsdestotrotz schauen wir jetzt mal kurz, dass wir die aufmachen und kurz durchgehen. Ist jetzt kein ja, klassisches Unboxing, wie man es gewohnt ist, zu einem bestimmten Release, zu irgendeinem Bundle oder zu einer Box. Aber nachdem wir hier so viel Musik haben, wollen wir natürlich auch mal kurz reinschauen, was hier alles dabei ist, was uns Out of Line hier geschickt hat. Die Folie ist schon mal etwas hartnäckiger, als ich es gewohnt bin. Die geht nicht ganz so ohne ab. So, aber hier jetzt beim Jewelcase, genau, das ist wieder eine reguläre Folie. Und Digipack natürlich auch wieder in Folie. Gar nicht so einfach. Die ist wieder hartnäckiger. So, dann schauen wir mal. So, Nummer 1. Eieiei, die Folie ist echt heftig. Ich glaube, hier müssen wir noch mal kurz nachbessern.
So, aber jetzt. Jawohl. Jetzt geht es hier seitlich auf. Schauen wir, dass wir die Ecken nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Nummer 3. Und Nummer 4. So, also wie man auf den ersten Blick schon mal sehen kann, wir haben hier 3 Digipacks und ein Jewel Case. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit diesem Album hier, Combi Christ One Fire, so sieht das aus, die Deluxe Edition Digipack mit einem heftigen, ja, was ist das, ein Drache bzw. Oktopus, so mehrere Tiere gekreuzt, heftiges Artwork. So, wir haben hier auf diesem Album 13 Tracks plus 8 auf dieser zweiten CD, Hellblade Original Soundtrack. Also, ich glaube, das war der Soundtrack zu einem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Also 21 Tracks hier mit dabei. Wie gesagt, Digipack, so sieht das hier von innen aus. Links die CD1, rechts CD2. Ich glaube, darunter alles, ja, hier auch nochmal beschriftet. Hellblade, Original Soundtrack und hier natürlich ebenso CD1. In der Mitte dann das Booklet. So, dann haben wir hier Fotos als auch die Lyrics. Also zu jedem einzelnen Track hier die Lyrics mit dabei. Und die einzelnen Mitglieder der Band hier abgebildet. Wunderbar. Hier nochmal alle in der Gruppe. Fotos. Und ohne Ende Lyrics. Wunderbar. Zum Abschluss gibt es dann auch nochmal die Credits zum Album. So stelle ich mir ein Booklet vor. Fotos, aber vor allem die wichtigsten Infos plus Lyrics mit drin. So, wie gesagt, dazu gibt es auch noch die Box. Aber die Box werde ich jetzt nicht in diesem Video auspacken. Die gibt es dann in einem separaten Unboxing-Video zu dieser Box hier. One Fire von Combi Christ. Dann haben wir ein weiteres Album, beziehungsweise zwei weitere Alben von Groove Venom. Einmal dieses hier, Mitten ins Herz, kommt auch hier im Digipack. Diese Frau hier mit dem Schwert, so sieht das aus. Hier haben wir keine Nummerierung bei der Tracklist, aber es sind, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, 14 Stück, 14 Tracks hier mit drauf. So, von innen auch wieder die Frau, was lesen wir? Deine Liebe ist ein Krieg. Einmal hier mit Bogen. Hier nochmal mit Schwert, beziehungsweise hier mit Speer. Das ist dann die CD. Und auch darunter lesen wir wieder Groove Venom Mitten ins Herz. Links dann das Booklet verstaut. Sieht so aus. Jawohl, hier geht es auch wieder los mit Lyrics. Also scheinbar hat man das hier generell bei Out of Line irgendwie gecheckt, dass das ganz gut ankommt, dass Leute darauf Wert legen. Ich tue es auf jeden Fall. So, wieder ein Gruppenbild. Das sind die Bandmitglieder. Und dann geht es weiter mit den Lyrics. Zum Mitlesen, Mitsingen, wie man möchte. Dann hier noch die Credits. Und hier ein etwas verstörendes Bild. Also eine Frau hier, Blut überströmt. Heftig. So, das war's zu diesem Release. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Album von Groove Venom, gleiche Band. Wir müssen reden, Verbraucherhinweis auf Englisch. Ja, das Cover ist auch etwas heftiger. So, hier haben wir diesmal eine Nummerierung, 12 Tracks mit dabei. Die Bandmitglieder, Barcode etc. Hier geht's los, das ist die CD. Also hier diese Masken. Auch hier wieder auf der CD drauf. Die spielen hier im Artwork eine große Rolle. Alles hier voller Masken. Ja, auch hier hat man wieder die Lyrics mit dabei. Zur Info, Groove Venom, wie man auch hier sieht an den Lyrics, ist eine deutsche Band. Und Combi Christ, die Band von vorhin, sind aus den USA bzw. Norwegen. So. Also jede Menge Lyrics, aber natürlich auch Fotos. Ja, und hier zum Abschluss dann auch noch die Credits. Ich glaube, zu diesem
Albumprojekt hier, wir müssen reden, gibt es auch einen gleichnamigen Film. Genau, hier steht es ja auch nochmal. Film bei Groove Venom. Also hier gibt es auch noch einen Film auf YouTube. Kann man sich den ansehen. Und als letztes Album bzw. Sampler haben wir dann noch diesen hier. Electro Storm Volume 9, 17 Electronic Club Smashers Special Price. Also es ist quasi so ein mehr oder weniger Sampler, Label-Sampler von Out of Line. Da hat man hier diverse Bands hier auf diesem Sampler drauf. Unter anderem Ostfront, Combi Christ, aber auch Blutengel natürlich und viele mehr, Solarfake. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Booklet hier etwas spärlicher und dünner. Hier einfach nochmal die Infos, die einzelnen Tracks, wer die beigesteuert hat, von welcher Band die kommen. Jawohl. Gut, so viel zu dem Sampler. Die CD hier in dunkelgrau und blau gehalten. So sieht das aus. Also der Blitz hier mit diesem Warnschild. Das ist dann noch der Sampler. Und hier sind eben, wie gesagt, 17 Tracks noch mit dabei. Also jede Menge Musik. Alle diese eben gezeigten Alben, also die letzten zwei Alben hier plus der Sampler, wie gesagt, in zweifacher Ausführung dabei gewesen, werde ich dann bei Zeit verlosen. Dann geht's weiter hier mit einem Flyer zum Out of Line Weekender 2019. Okay, das ist schon etwas her. So, hier haben wir das Line-Up, die beteiligten Bands und Künstler, die hier mit dabei waren. So, dann geht es weiter mit zwei Kärtchen. Das sind einfach Kärtchen hier mit dem Out of Line Artwork drauf. Rückseite, wie gesagt, blank weiß. Postkartenformat, also quer. Dann haben wir eine Autogrammkarte, ein Poster und einen Turnbeutel. Und das ist meines Wissens alles Bestandteil des Bundles. Also wir haben ja zu diesem Release hier, wir müssen reden, einerseits das Album hier auf CD, aber das Ganze gibt es auch in dieser Bundle-Variante. Und das sind, neben dem Album, das ich euch ja schon gezeigt habe, die weiteren Inhalte. Also bedeutet, das Bundle besteht dann eben aus diesen 5 Inhalten, 4 plus eben das Album. Die wird auch nochmal kurz durchgehen. Aber ich werde sowohl zu der Combi Christ Box als auch hier zu dem Bundle hier von Groove Venom auf jeden Fall noch ein separates Video machen, unabhängig jetzt hier von dieser Überraschungsbox. So, das ist die Autogrammkarte. Alle 4 Bandmitglieder haben hier unterschrieben mit silbernem Stift. Darunter groß der Schriftzug. Und so sieht das auf der Rückseite aus. Ah ja, genau, hier steht sogar Watch Now on YouTube. Das, was ich vorhin angesprochen habe. Riesen Autogrammkarte. So, dann ist mit dabei ein Sticker. Auch hier wieder mit dem Bandnamen und eben diesem Maskenartwerk darunter. Quadratischer Sticker. Der Turnbeutel in schwarz und rot gehalten. Hier unten dann noch etwas, ja, grau. Also was lesen wir? Wir müssen reden. Film bei Groove Venom. Ansonsten in schwarz. Klassischer Turnbeutel. Kann man hier entsprechend natürlich zuziehen. Hier Sachen verstauen. Und dann haben wir natürlich hier noch zwei Träger, mit denen man das Ganze wirklich wie so einen Rucksack dann tragen kann. Hier unten mit zwei Metallringen verstärkt. So, und als letzten Inhalt dieses Bundles haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Und dieses Poster sieht dann tatsächlich aus, jawohl, wie so ein klassisches Filmplakat. Also wir haben hier die Abbildung, die wir auch auf dem Cover des Albums hatten. Die Frau, die hier dieses Fleisch gerade isst. Und hier dann die Beteiligten. Also hier lesen wir es auch. Out of Line Music presents a Groove Venom Production. 29. März 2019. Ja, wie gesagt, kann man sich auf YouTube ansehen. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. So, dann machen wir weiter. Wir haben dann noch die Box von Combi Christ. One Fire. Wie gesagt, die ist jetzt noch original verschweißt. Werde ich jetzt in diesem Video nicht auspacken. Aber dazu gibt es dann noch ein reguläres Unboxing-Video zu dieser Box, werde ich dann auch die Tage erledigen. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal lesen, was wir drin haben. Und zwar haben wir hier so einen Schlüsselanhänger, so eine Münze mehr oder weniger.
Dann das Album hier in der Deluxe Edition, das wir auch separat nochmal beiliegen haben. Dann die Bonus-CD Mixfire. Dann handnummerierte Zertifikatkarte. Und diese Box ist tatsächlich auf 1000 Stück nummeriert. Also die Box gibt es insgesamt 1000 Mal und die wurde entsprechend auch durchnummeriert. Plus dann haben wir hier noch diesen Gym-Bag. Also das sind die Boxinhalte. Wie gesagt, separates Video kommt dann. Und dann haben wir hier noch das Out-of-Line-Magazin. Zweimal, soweit ich es beurteilen kann. Ja, also beide Male ident. So, dann schauen wir mal rein. Das hat man ja häufig bei so Labels. Die stellen dann einfach vor, was haben wir so für Bands, beziehungsweise was haben wir an Bands neu unter Vertrag genommen. Und natürlich auch, was sind so Releases, die anstehen. Die werden dann hier entsprechend beworben. Genau, hier unter anderem Groove Venom. Oder was haben wir hier? Rave the Requiem. Damon Gray. New Releases. Die haben wir hier angeführt. Also die diversen Bands, die hier neue Alben am Start haben. Und hier in der Mitte ist dann der Split. Also hier geht es dann auf dem Kopf quasi weiter umgekehrt. Das ist dann die andere Seite. Hier gibt es dann auch wieder Bands. Unter anderem Lord of the Lost. Blutengel. Ja, also diverse Bands von Out of Line habe ich euch ja schon vorgestellt. Boxen und Bundles. Wird auf jeden Fall in Zukunft noch einiges kommen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser wunderbaren Überraschungskiste, in dieser Box befindet. Einmal, zweimal hier das Magazin, das Out of Line Magazin. Dann die Box One Fire von Combi Christ. Wie gesagt, Unboxing-Video zu dieser Box kommt separat noch. Dann das Bundle von Groove Venom zu ihrem Release. Wir müssen reden. Da kommt auch nochmal ein separates Video. So, das ist das Bundle. Dann die Postkarten, zwei Stück, der Flyer. Dann das Album nochmal. Wir müssen reden. Mitten ins Herz von Groove Venom, zweifach vorhanden. One Fire von Combi Christ, zusätzlich zu der Box. Und der Label Sampler von Out of Line, in diesem Fall Electrostorm Volume 9, auch zweifach vorhanden. Ja, und natürlich die nette Grußkarte hier. Jawohl, das alles in diesem Überraschungspaket. Den Shop von Out of Line und natürlich auch die Website habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr irgendwie neugierig geworden seid, falls euch da was interessieren sollte, schaut dort gerne vorbei. Gute Bands dort unter Vertrag und natürlich auch im Shop zu erwerben. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Unboxings, sowohl die beiden hier angesprochenen, als auch diverse andere Bands von Out of Line werde ich in Zukunft gerne vorstellen. Gut, das war's für heute mit dem heutigen Video. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.